Wie sehen Sie die Stellung des Islam in Deutschland? Ja, der Islam ist eine Glaubensrichtung und ich erwarte von dem Islam, dass er den... Ja, wie formuliere ich das jetzt am besten? Es ist eine der monotheistischen Weltreligionen und ich erwarte von dem Islam, dass er gemäßigt auftritt. Hauptstadt Berlin. Für Bundestagswahl 2021 sprechen wir mit allen Parteien. Heute ist die AfD dran. Ihr wundert euch vielleicht, warum wir mit der AfD reden, obwohl die AfD als rassistische Partei bekannt ist. Wir finden es wichtig, dass ihr erst alle Parteien kennenlernt und ein bisschen über ihre Ziele erfahrt. Ich rede gleich mit Stefan Kreuter. Er ist Mitglied der AfD und Abgeordneter im 19. Deutschen Bundestag. Ich habe ihn in der Nähe vom Bundestag getroffen und ihm als erstes gefragt, wie er in die Politik gekommen ist. Ich bin eigentlich gar kein Berufspolitiker. In Deutschland ist es leider so, dass viele in die Politik kommen, die schon im Stadtrat, in der Lokalpolitik anfangen, dem Stadtrat schon die Aktentasche tragen, irgendwann als Mitarbeiter in einer Fraktion beschäftigt werden, dann über die Landespolitik, also meistens Mitarbeiter oder wissenschaftlicher Mitarbeiter eines Landtagsabgeordneten, irgendwann dann in die Bundespolitik kommen. Und wenn sie sehr gut, sehr bemüht sind und vor allen Dingen viele Unterstützer in ihrer Partei gefunden haben, dann auch die Chance bekommen, für den Bundestag zu kandidieren und dort dann auch gewählt zu werden. Bei mir ist das anders. Ich bin Mitglied der Alternative für Deutschland, einer relativ junge Partei in Deutschland. Uns gibt es erst seit 2013 und ich bin auch Mitglied erst seit 2013. Und der Vorteil bei uns ist, die Leute, die bei uns mitarbeiten, die bei uns in der Fraktion sind, in der Bundestagsfraktion, sind keine Berufspolitiker. Das sind alles Menschen, die auch schon in einem richtigen Beruf gearbeitet haben, die in ihrem Berufsleben schon gezeigt haben, dass sie da Erfolge erbringen oder erringen können. Und die haben alle einen richtigen Beruf gelernt, in einem richtigen Beruf gearbeitet und sich nicht nur ihr Leben lang in der theoretischen Politik bewegt. Es gibt zunehmend Wähler und Wählerinnen mit Migrationshintergrund. Was können Sie ihnen anbieten? Bemühen Sie sich um Ihre Stimme? Was hat die AfD Ihnen anzubieten? Die AfD kann Ihnen Werte anbieten. Ich selber habe in meinem Leben häufiger im Ausland gelebt und ich habe mich immer gefreut, wenn ich jemanden hatte, der mir geholfen hatte, dieses Land, die Kultur, die Leitwerte zu verstehen. Und ich muss leider in Deutschland feststellen, dass diese Leitkultur überhaupt gar nicht vermittelt wird. Wir wirken relativ schwach dadurch, dass wir sehr tolerant sind. Meiner Meinung nach bedarf es klarer Richtlinien. Wer zu uns kommt, muss mit uns nach unseren Regeln leben können oder wollen. Und das vermisse ich sehr häufig hier. Und ich wünsche mir, dass das mehr der Fall wäre. Und wenn Sie mich fragen, was kann die AfD tun? Die AfD gibt dieses Gerüst und die AfD sagt, wir stehen für Deutschland. Wir stehen nicht für Europa, für endlose Massenmigration, kommt alle nach Deutschland, sondern wir sagen, wer nach Deutschland kommt, muss Leistung bringen, der muss sich hier integrieren, der muss versuchen, sein eigenes Geld zu verdienen und dann ist er hier in Deutschland, in unserer Gesellschaft willkommen. Und ich habe sehr häufig die Erfahrung gemacht bei türkischen Migranten, bei arabischen Migranten, die schon in der dritten, vierten Generation hier sind, die ganz klar sagen, wir wählen die AfD, weil sich hier endlich einer für deutsche Belange einsetzt und auch nicht die Politik der offenen Grenzen forciert, sondern ganz klar sagt, wir sind damals nach Deutschland gekommen, wir mussten uns hier alles selber erarbeiten und wir möchten nicht, dass Deutschland mit Migranten geflutet wird und dadurch, wenn sich welche daneben benehmen, das auf uns, auf unsere Familien irgendwo abfärbt und wir hier mit in den Schmutz gezogen werden. Viele unserer Leser und Leserinnen machen sich Sorgen, weil Rassismus und Hass in der Gesellschaft zunehmen. Das zeigt sich durch Anschläge wie zum Beispiel in Hanau und auch durch Hasspostings. Was können Sie dazu uns sagen? Ja, ich lehne Extremismus, egal von welcher Richtung sie kommt, ab.
ich sag mal, in einer freien Gesellschaft, in einer demokratischen Gesellschaft, wo jeder seine Meinung sagen kann, kann man sich mit Worten auseinandersetzen, auch mal anderer Meinung sein. Aber Extremismus, egal von welcher Richtung, lehne ich ab. Wir haben allerdings in Deutschland, ist es meine Auffassung, das Gefühl, dass wir auf dem linken Auge blind sind und dass wir immer Terrorismus, Anschläge von rechts groß thematisieren und nach außen kehren. Es gibt ganz viele andere Formen des Extremismus, das erst grundsätzlich abzulehnen. Und ich glaube, dass das, was die Mainstream-Medien uns verkaufen an Bedrohungspotenzial von rechts, existiert mindestens so stark auch von links, wenn nicht noch stärker. Und von Fremdenhass möchte ich jetzt nicht großartig sprechen. Es gibt natürlich Menschen, die Angst vor einer Migration haben. Aber es ist dann keine Lösung, die zu stigmatisieren, auszugrenzen und zu sagen, du bist rechts, mit dir brauche ich mich nicht auseinanderzusetzen. Das sind auch Bürger dieses Landes. Diese Menschen haben Ängste, sonst würden sie so nicht reagieren oder diese Einstellung haben. Diese Ängste muss man diesen Menschen nehmen, entweder durch einen Dialog oder sich mit ihren Problemen ernsthaft auseinanderzusetzen. Auch Ihnen wird vorgeworfen, rechte Posting im Internet verbreitet zu haben. Wenn Sie meinen Namen googeln, dann treffen Sie auf einen Sternartikel und verschiedene WhatsApp-Bilder, die ich verbreitet haben soll. Das ist nicht so. Ich bin Politiker einer konservativen Partei, viele sagen einer rechten Partei. Und wie kann man einen Politiker möglich schaden, indem ich ihn noch weiter in eine rechte Ecke dränge? Und so ist mir unterstellt worden, hier Bilder verbreitet zu haben, die den Nationalsozialismus verherrlichen sollen. Das ist nicht so. Ich habe entsprechende Bilder bekommen, diese allerdings nie verbreitet, nie weitergeleitet. Das war eine Schmutzkampagne, die gegen mich initiiert wurde. Die AfD hat häufig die Einwanderungspolitik der Bundesregierung kritisiert. Wenn es nach Ihnen ginge, wie würden Sie dann die Einwanderungspolitik in Deutschland gestalten? Wie würden Sie umgehen mit den Problemen Fachkräftemangel auf der einen Seite und dem Gebot, Menschen im Notasyl zu geben, auf der anderen Seite? Die Frage ist gut, wie würde ich es gestalten? Ich halte es erstmal für wichtig, dass eine Regierung sich an eigene Gesetze hält. Und die Regierung, insbesondere unter der Bundeskanzlerin Angela Merkel, hat deutsches Recht gebrochen. Sie hat behauptet, Grenzen lassen sich nicht schützen und hat quasi unser Land, unsere Grenzen für ungezügelte Migration offen gelassen und hat uns das als Fachkräfteeinwanderung verkauft. Das ist unfair und das ist nicht sauber kommuniziert und unehrlich der eigenen Bevölkerung gegenüber. Wenn Sie mich fragen, wie ich es gestalten würde, würde ich sagen, unser Land, unsere Regeln. Wir müssen unsere Grenzen schützen und wir müssen gucken, wen wir ins Land lassen. Dass jemand zu uns kommt und unter 6, 7, 8 verschiedenen Identitäten Asyl beantragt, ist ein Unding. Das ist ungerecht gegenüber denen, die für diese Kosten aufkommen müssen. Unser Land, unsere Regeln setzt aber auch voraus, dass wir eine gewisse Leitkultur haben. Was hier gegessen wird, wie wir miteinander umgehen, welche Rolle eine Frau in einer Gesellschaft hat. Und ich erwarte, wer zu uns kommt, dass er sich an diese Regeln hält. Dann ist er hier herzlich willkommen und dann darf er mit uns leben. Aber diese Werte, insbesondere die Rolle der Frau, ist für uns hier, für meine Partei, nicht verhandelbar. Wie sehen Sie die Stellung des Islam in Deutschland? Ja. Der Islam ist eine Glaubensrichtung und ich erwarte von dem Islam, dass er den, ja, wie formuliere ich das jetzt am besten? Es ist eine der monotheistischen Weltreligionen und ich erwarte von dem Islam, dass er gemäßigt auftritt. Wenn man das AfD-Programm anschaut, dann liest man da, dass zwar die Religionsfreiheit gilt, der Islam aber nicht als Religion, sondern als politische Ideologie gesehen wird. Was können Sie uns dazu sagen? Es gibt nur Politiker bei uns, die sagen, der Islam ist keine Religion, er ist eine politische Richtung, eine Überzeugung und man versucht unter dem Deckmantel des Islam eine politische Agenda zu verfolgen. Diese Ansicht teile ich persönlich nicht, sehe aber auch in dem Islam, gerade wie er sich hier in Deutschland generiert, durchaus Gefahren. Und deshalb propagiere ich ganz klar, dass man es mit einem toleranten, weiterentwickelten, einem europäischen Islam zu tun haben muss. Und man beobachtet leider sehr häufig, dass insbesondere aus Saudi-Arabien Prediger finanziell unterstützt werden, dass Missionsarbeit geleistet wird mit einem sehr brutalen, sehr harten Islam.
der für uns in Deutschland, behaupte ich, nicht akzeptabel ist. Jetzt am Ende möchte ich gerne Ihnen ein paar Stichworte zurufen. Bitte sagen Sie, was Ihnen dazu einfällt. AfD ist hoffentlich eine Partei, die sich in Deutschland weiter verankern wird. Der Name AfD, Alternative für Deutschland, zeigt, dass wir eine Alternative für Deutschland sein werden. Und ich hoffe, dass wir es schaffen werden, in absehbarer Zeit Regierungsverantwortung mit zu übernehmen. Flüchtlingskrise im Jahr 2015. Volles Staatsversagen. Die Bundesregierung hat sich an ihre eigenen Gesetze nicht gehalten. Ein Staat, der die eigenen Gesetze nicht respektiert, ist quasi nichts anderes als ein Schurkenstaat. Und ich habe damit ein sehr großes Problem, wie es abgelaufen ist. Ich bin Mitglied gewesen in dieser Legislaturperiode des Untersuchungsausschusses Terroranschlag Breitscheidplatz, wo wir insbesondere diesen Anschlag behandelt haben, aber auch hinter die Kulissen geguckt haben mit unserer Sicherheitsarchitektur in Deutschland, mit unseren Nachrichtendiensten, mit unseren Polizeibehörden, was schiefgelaufen ist. Und wir sind immer wieder Richtung islamistischer Bedrohung, islamistischer Terrorismus gekommen, was ein ernstes Problem in Deutschland geworden ist seit 2015. Und diese ungezügelte Grenzöffnung hat dazu leider beigetragen. Corona und Lockdown? Ja, ein nächstes großes Staatsversagen. Ich glaube, dass dieser Lockdown ein großer Fehler war, ein sehr schwerer wirtschaftlicher Fehler auf jeden Fall. Viele Menschen haben hier drunter gelitten. Corona gibt es. Es gibt ja viele, die sagen, Corona gibt es gar nicht. Corona gibt es. Ich selbst war davon betroffen. Nur so schwer, wie es bei einigen Fällen gewesen ist, war es bei mir nicht. Ich bin inzwischen auch geimpft. Also wer genesen ist, bekommt nur noch eine Impfung. Ich habe also den vollen Schutz. Ich glaube schon, dass das ein Schutz vor weiteren schweren Erkrankungen oder schweren Verläufen sein kann. Aber diese Distanzierung, ein ganzes Land runterzufahren, habe ich für einen sehr großen Fehler erachtet und tue das immer noch. WhatsApp-Gruppe 2017. Ja, es war keine WhatsApp-Gruppe. Das ist mir unterstellt worden. Ich hätte es in Gruppen geteilt. Ich habe nie irgendwelche Memes oder Bilder in Gruppen geteilt und damit öffentlich zugänglich gemacht, die einen rechtsradikalen Bezug hätten. Das ist mir unterstellt worden. Das sind Rufmordkampagnen. Ich sage immer so, viel Feind, viel eher. Wer politisch erfolgreich arbeitet, hat auch viele Gegner. Und das muss man als Politiker abkönnen. Wir schaffen das. Ja, wir schaffen es nicht. Jedenfalls nicht so, wie unsere Kanzlerin sich das vorstellt. Wir haben es gesehen, unsere Alltagspolitik, wenn wir uns die Haushalte angucken. Sie hat bei sehr vielem behauptet, wir schaffen es. Der Spruch stammt ursprünglich aus der Flüchtlingskrise. Sie sagt ja auch, tja, ob ich damals recht hatte oder nicht, spielt keine Rolle. Oder ob ich mich gesetzeskonform verhalten habe. Jetzt sind sie nun mal da. Nach dem Motto, tja, ob ich einen Fehler gemacht habe, spielt keine Rolle. Liebes deutsches Volk, löse dieses Problem jetzt für mich. Finde ich ziemlich unfair und ich sage nochmal, so wie die Kanzlerin sich das vorgestellt hat, haben wir es nicht geschafft. Darf ich noch was zum Schluss sagen Gerne. An Ihre Wähler? Gerne. Dieses Format richtet sich ja an Menschen, die in Deutschland wahrscheinlich das erste Mal wählen und vor allen Dingen einen Migrationshintergrund haben. Ich sage ganz klar, gehen Sie wählen. Sie leben in diesem Land, Sie haben die Staatsbürgerschaft und das Wahlrecht hier erhalten. Das ist ein hohes Gut in unserer Demokratie. Gehen Sie wählen, wählen Sie und unterstützen Sie unsere Demokratie. Damit tun Sie etwas nicht nur für unser Land, sondern auch für Ihre Nachfahren, für Ihre Kinder. Und das ist ein Teil einer gelebten Integration in Deutschland. Vielen Dank. Sehr gerne.